Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag. Wir machen jetzt mal ganz, ganz schnell den Teil 2 zum Mittwochabend, den wir ja auf YouTube verbracht haben, weil Facebook und Co. Wartungsarbeiten hatten. Dort konntet ihr übrigens mal sehen, wie gut die Qualität wäre, wenn man direkt bei YouTube bleiben würde, weil Facebook das Streamen einfach ja, die Qualität schluckt. Ja, wir hatten es vom Vollquill, ihr konntet nur mein Bildschirm jetzt sehen, deswegen machen wir das wirklich kurz und knackig. Wir machen ein Projekt zusammen. Ich fasse nochmal zusammen, was alles geht. Wir gehen dann auch auf mein Bildschirm. Es geht ums Thema Vollquill. Wir hatten von diesen kleinen, ich sage jetzt mal, ja, Brennstiften, Heißstiften gesprochen. Dazu passend gibt es verschiedene Folien. Diese sind nicht wie unsere Veredelungsfolien, brauchen keinen Träger, sondern die sind hitzeaktivierende Folien. Das heißt, wenn mit diesem heißen Stift oder eben auch, das gibt ja diese Lötkolben, die für Holzbrenner oder sonstiges gedacht sind, wenn man dann auf diesen Folien rummacht, überträgt sich direkt der Partikel auf das Objekt Papier und so weiter. Da wir aber alle jetzt, also ich kann nicht so schön zeichnen, deswegen gibt es eben die Möglichkeit, diese Stifte einzustecken in den Plotter. Wenn ihr die Stifte entweder einzeln kauft, ihr könnt die drei Größen einzeln kaufen. Ich habe hier jetzt den feinen. Oder ihr könnt euch das Starter-Set kaufen. Es gibt, wie gesagt, fein, mittel und ein bisschen dicker. Was das Dickere ist, gerade beim Füllen einfacher, weil wenn die Linien dicker sind, wird natürlich auch die Füllung ein wenig kräftiger. Schönen guten Morgen. Ja, das ist das eine. Es sind solche Adapter dabei für die gängigen Geräte, Brother, Silhouette, sonstiges. Also da ist etliches dabei bei jedem Stift. Also das heißt, das könnt ihr benutzen. Das Ganze wird bitte nicht in den Plotter eingesteckt zum Laden, sondern eben in einen solchen Pappbaum oder sonstiges. Ich habe in meinem Laptop einfach schon viel zu viel dran. Von daher mache ich das hier. Verlängert es euch schön, dass es in der Nähe von eurem Plotter liegt. Ich stecke das ein. Ihr seht es auch. Also, ihr seht es natürlich nicht, weil es ist wahrscheinlich viel zu hell. Aber sobald man es einsteckt, fängt hier ein Lichtchen an zu leuchten. Und ja, ein bisschen hat man es gesehen. Das heißt, er heizt jetzt vor. Die Möglichkeit besteht, das Ganze jetzt gleich in den Plotter einzustecken. Da gibt es so Metallschäufelchen, das man unterschiebt, dass der Schneideleiste und auch der Matte nichts passiert. Ich persönlich lege es mir hier auf die Seite. Ich habe hier ein kleines Holzbrettchen stehen. Das können wir auch so hinstellen, dass ihr es sehen könnt. Das heizt hier vor. Ich lasse ihn dann schneiden und sobald er fertig ist, lege ich ihn wieder raus, weil ich bin so ein Dabbes, ich würde es vergessen. Einmal habe ich angefangen dann zu malen und habe vorher das Schäufelchen nicht raus. War mir zu umständlich. Das kann jeder machen, wie er das möchte. Am Mittwoch habe ich es euch gezeigt mit der normalen Schneidematte, die ihr nutzen müsst oder nutzen könnt, wenn ihr dann auch schneidet. Es ist natürlich toll, wenn man erst ja, mit dem Vollquill sich die Konturen innen malen lässt oder so wie wir es gemeinsam gemacht haben, meinen Namen schreiben und dann eben ausschneiden, Sticker, Schrumpffolie, sonstiges. Kann ich euch gleich mal kurz nochmal zusammenfassen, wo wir es jetzt mittlerweile drauf gemacht haben. Wir haben Magnetfolie, Schrumpffolie, Kreidefolie, Papier, Kartonage, Kork, Kunstleder. Auf dem Ripperrahmen habe ich es euch gezeigt. Auf dem Plexiglas könnt ihr das ganz, ganz schön machen. Motive aufbringen. Ihr könnt es auf dem Holz. Ein bisschen gelegt. Wo habe ich mir das hingelegt? Wo habe ich mir das hingelegt? Ja, so seht ihr mal, volles Chaos hier bei mir zu Hause. Ich habe doch gerade zwei so schöne Bücher hier. Auf dem Holz, auf unserem Holzpapier. Das ist halt sehr hell bei mir jetzt gerade. Nicht schön. Ja, da könnt ihr es gut sehen. Ich habe es gemacht eben, gerade eben auch nochmal richtig, richtig filigran auf einem anderen Büchlein. Dann haben wir es wirklich auf Holz gemacht. Das waren so Tags aus Holz, das war auch am Mittwoch, da habt ihr es gesehen. Ja, ich habe mein Buch in den Plotter geschoben, das machen wir jetzt auch gleich zusammen, liebe Sabine. So, Holzfolie hatten wir gemacht, wir haben es auf Holztext gemacht, alles, was ihr da reinkriegt und was ich euch natürlich auch gezeigt habe, waren die Beispiele, die verschiedenen Füllungen, die es gibt. Das ist jetzt auf Papier gemacht und wir machen einfach ein Projekt zusammen, das sehen wir am besten. Da könnt ihr es euch am besten vorstellen und für euch entscheiden, ob das cool ist. Ja, also wie gesagt, es ist jetzt auf einer Matte gemacht, mit der ihr schneidet. Ich habe jetzt, das hatte ich euch am Mittwoch hier angekündigt, soll ich Luft holen? Können auch zwei gleichzeitig verwendet werden? Nein, weil immer sowieso nur eins gleichzeitig. Also wird immer erst das erste Messer angesteuert und dann das zweite Messer angesteuert. Und wenn du das zweite drin hast,
Ja, ich würde es nicht machen. Ich würde wirklich immer eins machen, wieder raus, nächstes und so weiter. Ja, was ich euch gesagt habe, was es jetzt mittlerweile auch im Lager gibt, ist die metallische Matte, die natürlich cool ist, aber da dürft ihr dann nicht drauf schneiden. Das ist ganz wichtig. Aber wenn ihr eure Karte schon zugeschnitten habt oder ihr sagt, es ist eh nur ein Rechteck, die schneide ich sowieso mit der Hand zu, könnt ihr diese metallische Matte nehmen oder die magnetische Matte nehmen. Das sind Magneten dabei, wie ihr seht. Ich habe den einen, habe ich vorhin hinten runtergeschoben, aber das macht nichts. Auf dem werden wir jetzt was gemeinsam machen. Und zwar möchte ich euch zeigen, was ich mit dem Büchlein heute Morgen gemacht habe. Wir haben das ja schon mal gemacht mit Schneiden. Und heute malen wir halt nur. Ich habe wirklich ein Büchlein genommen. Das ist schon, hat schon bestimmt 50, 60 Seiten. Und habe mir das mit dem Plotter bemalen lassen. Machen wir zusammen. Ich habe nämlich noch eins. Ne, du kannst jetzt auch zuschauen. Alles gut. So, da la. Ihr knickt euch die erste Seite des Büchleins um. Das ist die letzte. Wichtig, dass ihr euch die Rückseite bemalt. Hier, bitteschön, die Rückseite einmal umgeklappt. Und legt mir das hier jetzt auf meine Matte. Die metallische Matte, magnetische Matte, kommt natürlich ohne Schneidematte. Das heißt, es ist auch für Brother-kompatibel. Ihr klebt die euch einfach auf eure bestehenden Matten obendrauf. Das ist ganz wichtig. Also enthalten ist nur der magnetische Teil. Ich habe mir eine stark klebende Matte von uns genommen, wie ihr seht. Habe mir die da drauf geklebt und die bleibt da jetzt auch für immer drauf. Hat genauso wie alle anderen Matten ein Raster. Das heißt, wir können auch, wenn wir schön gerade geklebt haben, hier uns orientieren in unserem System. Ich lege mir das Ganze jetzt hier an bei 1 und 1. Mache es mir jetzt einfach schon mal fest, dass mir das Ganze nicht verrutscht. Und wie ihr seht, es hält auch. Es verrutscht nicht. So, ich muss mir natürlich auch noch was drauf machen, nämlich eine Folie. So, ja, natürlich, ich lade es dann alles hoch. Ihr müsst auch gar nicht zuschauen. Es ist rein für mich jetzt, dass das erledigt ist und das Wochenende gerendert werden kann. Ich Beispiele, dann die Fotos machen kann und so weiter und so weiter. Ich nehme mir jetzt mal. Was nehme ich mir für eine Folie? Das Ganze ist sehr schwarz und weiß. Ich nehme mir vielleicht mal ein Silber oder ein schönes dunkles Lila wäre auch cool. Ich nehme mir ein Silber. Ich nehme mir ein Silber und schneide mir mal ein Stückchen runter. Ihr könnt euch die ganzen Reste wie immer aufheben. Jedes Pitzelchen, das noch nicht benutzt wurde, wo noch keine Partikel fehlen, könnt ihr weiter benutzen. So, machen wir das jetzt, schneiden wir das zu. Ich mache es mir einfach über mein Büchlein drüber. Mache ich das mit den Magneten wieder ab. Lege es schön gerade wirklich an beim Raster, dass ich mir das auch auf meine dass ich das auch wieder finde auf meiner virtuellen Schneidematte. So, oben, unten. Schön knapp. So. Habe ich hier einmal kleben. Ich glaube, der andere ist mein Freund hinten runtergesaust. Da ist er drin. Oh, da ist er drin. Schwupp. Jetzt hat er nämlich zwei kurze dabei. So, jetzt lege ich das Ganze hier ein. Also ihr seht, es ist gut fest, es verrutscht nicht. Guck nochmal, dass es wirklich auf dem Raster liegt und gehe schon mal auf Laden. Wichtig ist, dass wir jetzt beachten, dass dieser dicke Teil, der so hoch steht, auf gar keinen Fall angefahren wird. Ne, dass er wirklich stoppt vorher, dass unser Motiv auch so ist, dass es nicht bei, in meinem Fall jetzt 6 ankommt. Ich hole euch mal schnell auf meinen Bildschirm und dann können wir uns zusammen was aussuchen. Wir werden. Machen wir gleich beides gemeinsam. Wir werden am besten eine Schrift uns nehmen oder lasst uns ein Herz machen. Könnten wir ein Herz machen und unten drunter schreiben wir was. Dann kann ich euch das mit der Füllfunktion nämlich auch gleich nochmal zeigen. Das Herz war hier. Genau, ich ziehe mir jetzt ein Herzchen. Kopiere es mir, weil ich möchte es mir füllen lassen. Ich klicke jetzt das Herz an und da ich unten bin, ich hatte euch das ja am Mittwoch gezeigt, es gibt ein Icon, das so aussieht, also ein
wie ein Kritzel. Ich zeige es euch dann gleich. Ja, natürlich kannst du es auch mit Washi-Tape. Nein, es ist bei mir noch gar nichts drin. Ich setze das Foilquill erst ein, wenn ich wirklich fertig bin, weil es ist warm, dass es mir nicht meine Matte oder meine Schneideleiste anheizt. So, ich gehe jetzt auf die Sketch-Funktion, die ihr aber jetzt Gott sei Dank sehen könnt. Ich schiebe es mal noch ein bisschen weiter. Nein, es reicht von der Höhe. Ihr könnt hier, wie gesagt, auswählen. Entweder ihr nehmt das Gekritzelte, das hatte ich euch ja gezeigt, da könnt ihr den Winkel noch ändern, in welche Richtung es gekritzelt ist. Ihr könnt die Schäfchenwolken nehmen, ihr könnt die Karos nehmen, es gibt alles Mögliche. Also da könnt ihr euch voll austoben, wie ihr es haben möchtet. Washi-Tape ist Tesafilm aus Papier, den man reißen kann. So, also ich habe es deswegen kopiert, das seht ihr wahrscheinlich, weil ich das jetzt wieder in mein Herzchen hier reinschieben kann. Dann habe ich trotzdem noch eine Outline. So, jetzt drehen wir das mal hier um. Ich für mich mache mir jetzt mal ein schnelles Rechteck, dass ich ungefähr weiß, wo mein Büchlein liegt. Mein Büchlein liegt hier bis hier und unten bis ein bisschen über 9. Ich muss meine Matte größer machen, sonst sehe ich es nämlich nicht. Ich werde irgendwie auch älter, habe ich das Gefühl. Es geht bis 6 und da bis 9. Dass ich mir mein Buch vorstellen kann und es vielleicht sogar ein bisschen mittig bekomme. So. So wird es aussehen. Dann nehme ich nämlich das Herz gleich noch ein bisschen weiter in die Mitte. So, ich muss nur wirklich gucken, dass ich dieses hier unten, das Kästchen hier unten freilasse, sonst würde es mir mein Buch verschieben. So, jetzt schreibe ich drunter, weiß ich nicht, dadurch, dass das Ganze eine relativ große ein relativ großes Muster hat, muss ich schauen, dass es irgendwas ist, was blockig ist. Es gibt, wie gesagt, Sketch-Dateien, die hatte ich euch aber, glaube ich, schon mal gezeigt. Jede Menge im Store. Es gibt eine Sketch-Schrift. Es gibt mittlerweile auch Dateien zu kaufen, die eben diese Möglichkeit haben. Aber das ist alles zu filigran bei dem Buch, das ich habe, weil das doch ein Motiv an sich hat. Dann schreibe ich vielleicht noch drunter Notizen. Machen wir einfach noch Notizen. So. Wie heißt denn diese Sketch-Schrift nochmal? Cupcake-Block. Mach ich mal einen Doppelklick drauf. Jetzt, genau. Ich habe das meine Notizen, die ich geschrieben hatte, markiert, bin in meine Bibliothek auf diese Schrift gegangen und schon konnte ich das Ganze umwandeln. Ich muss es nur kleiner machen, weil ich Angst habe, dass ich sonst hier unten... Ich lasse mir wirklich hier unten dieses Rechteck frei, weil eben das Buch in diesem Fall, weil wir mit einem Büchlein arbeiten, hier unten liegt die Magnetmatte, hier ist der Falz und da darf auf gar keinen Fall was hinkommen. So, jetzt gehen wir wieder, machen wir es wieder kleiner. So, jetzt gehen wir erstmal gucken, ob ich auch wirklich genug Vollquillfolie drauf habe, also diese Übertragungsfolie habe ich. Ich hole euch jetzt kurz zurück. Ich werde jetzt gleich, ich gehe jetzt auf Senden gleich. Sobald ich sage, ich gehe auf Senden, nehme ich meinen Stift und werde ihn dann hier reinstecken. Aber erst, wenn ich auf Senden gegangen bin, dass wirklich nichts passiert. So, nochmal ganz schnell. Ich habe hier oben, wie ihr seht, für mich schon Foilquill angelegt, bin auf Skizze gegangen. Geschwindigkeit 5, Anpressdruck 13 ist perfekt, Durchgänge 1 ist klar. So, ganz schnell zurück, steck das Ding rein und gehe auf Senden. Und dann kann es nämlich auch schon losgehen. Wenn ich sehe, dass er es nicht gestellt hat, muss jetzt natürlich arbeiten. Er muss diese riesen Datenmenge verarbeiten. So. Anhalten, Auftrag abbrechen. Was ist passiert? Machen wir gleich nochmal. Ich versuche es nicht zu verschieben. Ich habe einen Fehler gemacht. Abgebrochen. Der wird euch mit Sicherheit auch einmal passieren. Ich habe die Folie nicht groß genug draufgelegt. Dann hat er mir den Magnet runtergezogen. So, und bevor das Ganze nämlich verrutscht,
breche ich ab und mache es einfach nochmal. Bricht ab, bricht ab, bricht ab. Dauert ein bisschen länger, weil es war ein großer Auftrag. So, ach, jetzt könnt ihr mal gucken, ob ich da sein. Schon mal geguckt. Guten Morgen. So. Entlagen. So, wie ihr seht, habe ich hier oben relativ wenig Folie gehabt. Und dann hat er mir meinen Magneten runtergeschoben. Das mache ich jetzt. Ich bewege es so wenig wie möglich. Und mache mir eine neue Folie dran. Die weit genug drüber steht, dass mein Magnet oder mein Tesafilm, ist nichts anderes, weil wenn das auf Tesafilm läuft, seht ihr nichts. Das heißt, macht euren Magneten und euer Tesafilm, egal ob jetzt mit dieser metallischen Matte, mit magnetischen Matte oder mit Tesafilm, immer weit genug weg vom Motiv. Sonst passiert euch das gleiche wie jetzt. Habe ich den einen Magneten jetzt hin? So. Nochmal. Jetzt muss ich nur beten, dass ich die Matte gerade gut angelegt habe. Gehen wir davon aus. So, rein damit. Senden. Er fährt vor. Ich kann euch auch gerne mal näher ranholen, für die, die es interessiert. Die Technik funktioniert. Boah, hier ist viel zu viel Zeug. Jetzt hänge ich mit meiner Kamera. Kann ich euch irgendwie näher ranholen? Ich muss meine ganzen Kabel hier etwas sortieren. Ihr seht, das Buch ist drin. Hier seht ihr vielleicht sogar das Licht leuchten, genau, und er zeigt. Wichtig ist, dass auch die Rollen nicht da sind, wo Magnete sind. Weil es läuft natürlich nicht drüber. Hier habe ich es angepasst, dass es nicht weiter runter geht, deswegen ist es ganz scharf. Und hier zeichnen wir jetzt das Herzchen. Wenn ihr riesengroße Dateien habt, müsst ihr aufpassen. Es kann wirklich sein, dass es bis zu einer halben, dreiviertel Stunde dauert. Liegt aber einfach daran, je enger ihr es füllt, umso öfter geht er natürlich drüber, beziehungsweise so eng geht er dann drüber und füllt das Ganze aus. Was sagt denn mir hier jetzt 5 Minuten 36? Gut, dann können wir auch noch ein bisschen was anderes machen. Telefonieren kann ich jetzt nicht. Ups, wo seid ihr? Da seid ihr. So, der malt. Es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit, eben diese Füllung selbst zu machen. Ihr könnt Schriften nutzen, ihr könnt euch auch selbst innere Offsets machen. Und was ich auch ganz witzig fand, ich hole euch mal auf meine Schneidematte zurück. Wir machen uns mal einen neuen Reiter auf. Hier ist ein neuer Reiter. Was ihr jetzt ja auch super machen könnt, also ich wollte euch eine neue machen. Er braucht halt jetzt ein bisschen länger, das ist klar, dadurch, dass er ja auch noch arbeitet. Ihr könnt zum Beispiel auch schreiben, ich liebe dich, ich mache es mir jetzt mal extra groß oder ich mache es euch groß, dass ihr es gut sehen könnt. So, machen wir mal die Linienfarbe auf schwarz. Genau. So, ich markiere mir das Ganze, gehe wieder in meine Sketch-Funktion. Dort gibt es des Weiteren nicht nur die Möglichkeit zu füllen, sondern auch die Outline zu verändern. Seht ihr jetzt. Oder eben dünn, ihr könnt es euch stricheln lassen. Ihr habt, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten, eine Linie zeichnen zu lassen. Finde ich auch ganz witzig, das mit den Schäfchenfolgen finde ich auch irgendwie ganz süß. Ich mache es euch mal ganz groß. Dann seht ihr es vielleicht auf dem Handy ein bisschen besser. Also da könnt ihr euch wirklich austoben, so viel wie ihr wollt. Und könnt eure Schriften, eure ganzen Sachen umwandeln, wie ihr das möchtet. Gut, wenn du die Rollen nicht verschieben kannst, dann musst du wirklich einfach mit Tesafilm arbeiten. Der Tesafilm, den macht es nicht.
Oder wie ich, du hast ja diese kurzen auch dabei, diese kurzen Magnetmatten, dass du sie einfach längs legst. Ich habe hier das Problem, das Buch ist relativ breit, aber du kannst ja die Magnete auch genau dahin legen, wo der Zwischenraum da rein ist. So, das Herzchen hat er fertig. Und ich habe natürlich unten nicht genug Platz gelassen. Unten nicht genug Platz gelassen für die Notizen. Ich hier nicht mein Morgen. Macht aber nichts. Schiebe ich mir gerade rüber. Mache jetzt noch was. Herz ist schon mal sehr cool geworden. Das sehe ich gerade. Jetzt habe ich es verschoben. Da oben war ich. Also macht euch genug, groß genug diese Dinge dran. Jetzt wollte ich heute einmal Folien sparen. Das ist zu kurz. Und unten. Gehen wir wieder zurück. Dann lösche ich das Herz raus. Das haben wir ja schon. Machen wir nur noch schnell die Notizen. Gehen auf Senden. Raus und lass uns mal machen. Natürlich passiert sowas, gerade am Anfang. Ich habe die ersten zwei, drei grundsätzlich Tesafilm auf die falsche, zu weit drüber geschoben. Dann schiebst du jetzt auch gerade schon wieder den Magnet auf die Seite, aber den schiebt es ja Gott sei Dank auf die Seite, wenn er in der Nähe ist. Was zu einen Punkt zu treffen, der in der Mitte irgendwo ist, ist schwierig. Aber da passiert nichts. Den Magnet hat es jetzt einfach auf die Seite geschoben und wenn es nicht geklappt hat, einfach auf Ausladen und nochmal. Gut. Dann lassen wir den noch die Notizen machen. Was mir gut gefallen hat, war vorhin einfach das zu sehen, wie filigran er so eine riesige Datei zeichnen kann. Alles fand ich richtig cool. Ja. Foilquill ist nichts, was man jeden Tag macht wahrscheinlich. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man immer mehr, wie einem Sachen einfallen, die man auch noch machen kann. Mir gefällt es halt gerade, wenn man sagt, man schreibt was. Oder bei dem, wir haben ja diese Schildchen gemacht. Für Aufkleber eben, Tattoos und sonstiges mit dem Metallic-Effekt ist schon was. Ja. Es ist schon was Cooles. Ihr müsst nur wirklich dabei bleiben. Gerade ihr habt es gesehen bei mir mit dem Kabel, wenn der manchmal dann ganz rechts rüberfährt, dass das Kabel sich nicht in die Rollen verfängt, bleibt einfach dabei sitzen. Ist ja relativ interessant auch dazu zu gucken. Ja, genau. Aber ich muss natürlich auch wieder was so ein großes Projekt machen. Ich hätte ja wieder eh verschneiden können, wie am Mittwoch. Aber gut. Gleich ist er fertig. Fertig. Jetzt fährt er gleich zurück. So, dann könnt ihr euch das Ganze auch gleich angucken. Gibt ja ganz, ganz viele schwarze Notizbücher beispielsweise. Da sieht man es natürlich noch besser. Ich habe nur kein schwarzes. Müssen wir mal gucken, es ist halt hell. Ob ihr das schön sehen könnt irgendwie. Also man sieht es echt gut, aber mit dem Hellen hier ist es halt ein bisschen schwierig. Glänzt, steht Notizen drauf und da oben ist das Herzchen. Ich versuche es euch nachher mal auf einem Foto einzufangen, weil man da das noch besser sieht als in der Kamera. Weil da sieht man es nämlich eigentlich gar nicht. Gut. Ich finde, das Positionieren ist zwar nicht so einfach, aber es ist cool, weil man hat im Endeffekt jetzt ein Buch und hat es personalisiert.
Ihr könntet da genauso gut jetzt noch irgendein Muster zusätzlich reinschneiden lassen, dass es noch ein bisschen besser auffällt oder noch mehr auffällt. Da könnt ihr euch austoben. Und das sind so Sachen, ich habe am Anfang gesagt, brauche ich nicht, will ich nicht. Aber Sachen, die an die Tür öffnen, zu vielen, vielen, vielen anderen Ideen, sind dann doch ganz cool. Man ist nicht so festgelegt auf Karten, wie ich dachte. Ihr habt ja gesehen, auf wie vielen Sachen wir das gemacht haben. Von daher. Ja, die UV-Folie, weil du fragst, die UV-Folie, geh auf Reflext und zugeflockt. Unter Downloads findest du die Schnitteinstellungen, da ist die UV-Folie auch schon drin. Ich glaube, es war 2.12. Das geht auch mit dem Portrait 2. Es geht natürlich mit allen Cameos, also geht mit allen Cameos, es geht mit allen Porträts, es geht mit den Brother-Geräten. Ihr müsst nur einfach immer gucken, dass ihr eure passenden Adapter drauf habt. Und da beim Cameo und beim Porträt die Öffnung der Schneideleiste gleich ist, könnt ihr das, wie gesagt, bei beiden benutzen. So, das war schon ganz kurz, ganz knackig, ganz knapp. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir würden uns über Beispiele freuen, natürlich. Es gibt ja viele, viele, viele verschiedene Farben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Aussuchen, weil da sich zu entscheiden, ist gar nicht so einfach. Was ich immer noch an eine der geilsten Sachen finde, ist weiß auf schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist auch matt. Das hat so ein bisschen den Zeicheneffekt. Eine schwarze Folie ist natürlich auch immer cool. Ich habe, klar, rosa, gold, Kupfer, rose gold. Ist natürlich auch witzig. Das sind halt diese typischen Metallic-Farben. Es gibt Türkis, es gibt Rot, es gibt Blau, es gibt alles Mögliche. Aber mein Favorit ist immer noch entweder Türkis. Ja, so ein schönes Türkis. Und Weiß. Aber das ist Geschmackssache. So, das war's schon. Wie gesagt, schönen Tag noch, schönen Vormittag, schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Ich kriege morgen Besuch. Da freue ich mich schon sehr. Die Steffi von Tante Plotter kommt mich besuchen. Von Tante Plotter. Steffi ist Tante Plotter, die kommt mich besuchen. Und wir machen uns ein schönes Wochenende. Und vielleicht melden wir uns auch mal ganz kurz, weil wir haben ein paar richtig, richtig geile Sachen aus dem Teil weg gemacht. Unter anderem das da. Nämlich einen Traumfänger gemacht, sodass er auch schön baumeln kann. Und der ist natürlich aus Tyvek, weil ich habe heute Vormittag meinen Gartenbusch in einen Weihnachtsbaum verwandelt. Da sind ganz, ganz viele tolle Sachen dran mit Lichtchen. Patex ist jetzt mein Freund und das zeigen wir euch vielleicht am Wochenende. In diesem Sinne, liebe Grüße ans Team, liebe Grüße an die Admins und liebe Grüße an euch. Habt's fein. Eva für Plottermarie. Tschüss.